Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns heute in einer ganz besonderen Location und zwar in einer Forschungseinrichtung für Wasserbau. Das Ding ist zufällig der perfekte Parcours-Spot für Water Challenges. Reißendes Gewässer, Stangenmauern, also hier gibt es wirklich Challenges, wohin das Auge reicht. Schaut richtig scary aus. Ich denke, heute wird es eine Menge Splashes geben. Ich würde sagen, wir starten gleich los mit dem Video. Wir sind natürlich nicht alleine. Die Männer sind auch wieder am Start. Der Patte, der Daniel. Ja. Und der verrückte Spanier Andres natürlich auch. Ja, si, comprende. Los geht's. Das Ganze sieht richtig scary aus, weil die Strömung hier so stark ist und überall diese Betonklötze im Wasser sind. Deshalb müssen wir uns hier mal runterlassen und einen genauen Safety-Check machen. Ich glaube, es muss einer von uns mal das Fließverhalten hier untersuchen. Jetzt kann nichts schief gehen. Ab in die Strömung mit dir. Alter, das klingt aber nicht gut. Die Strömung ist hier wirklich wild, deshalb müssen wir diesen Sicherheitscheck auch machen. Falls man hier ins Wasser fliegt, dass man da wirklich nicht durch diesen Betonfleischwolf gezogen wird. Und hier kommt der Sohn. Jetzt loslassen, wir stehen einfach. Komm, gib mir ein bisschen Seil. Wow, wie schwer das gerade war, den Party zurückzuziehen. Ja, ja, komm raus. Bossman ist kommen. Da kommt gerade ein Security. Ja, im Seil. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gehen, Leute. Aber ich glaube, wir kommen hier nochmal zurück. 3 hours later. Und wir sind wieder zurück. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir werden die Strömung jetzt direkt nochmal checken. I'm ready, bro. Absolutely, huh? Always ready. Rein in den Wasserfleisch, Wolf. Ah, der zögert da keine Sekunde. Oh, easy. 3, 2, 1. Es ist sick. Oh, everything good, Andres? Yeah? Yes. I can touch the floor. Jetzt ist ein großer Strom. Und er ist safe. Yes, Jungs, das geht. Alter, geil. Challenge, it's easy. Let's do the challenges. Alle Safety-Checks hinter uns gebracht. Ich glaube, wir können jetzt endlich mit den Challenges beginnen. Rein da. Wir starten direkt mit der ersten Challenge. Und zwar im kleinen Warm-Up-Jump. Den Pre von hier darüber. Wer eröffnet? Ich starte. Ja, komm, Fedor. Ah, das ist scary. Es könnte leicht sein, dass es direkt mich reinhaut, aber egal. Ja. Ja, also das ging ja noch easy. Yes. Come on, Andres. I'm scared. Yes. Erste Challenge alle überstanden. Die nächste, die ist schon kniffliger. Und zwar der Pre von hier auf das Ding. Hier ist nichts mehr, wo man sich safen kann. Yes. 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 Zu leicht. So, ich denke, wir sind alle aufgewärmt. Die kleinen Sprünge haben wir abgehakt. Es geht jetzt in die erste richtige Challenge. Und zwar der Pre von der Stange in die Mitte, rüber zu Armsprung. Die Wand da drüben ist allglatt. Das heißt, die Chance ist hoch, dass man da direkt reinslippt. Das ist scary. Ich weiß nicht, ob das geht. Irgendwie muss es doch hier losgehen. Na gut, komm rein in das Ding. Das ist kein gutes Zeichen, wenn der Domi da Schiss hat davor. Die Challenge hat schon in sich. Der erste ist ein bisschen weit. Die Mauer am Schluss ist extrem rutschig. Das ist allklar, das Ding. Also das wird wirklich schwer, sich da festzuhalten. Oh, das ist scary. Allein der Sound vom Wasser. Ich hab grad die Puddingbeine. Geil, das ist der Start jetzt. Ja, komm. 3, 2, 1. Stand it. Yes! Schön! Geil! Das war scary! Da haben die Knie kurz geschlottert. Der erste Pre hat sich ein bisschen weiter als erwartet angefühlt, aber Gott sei Dank noch trocken geblieben. Pedro gleich als nächstes. Boah, ich muss das preppen, das ist schon weit für mich und mit Armsprüngen habe ich es nicht so. You ready for this one? Puh.
We'll give it a try. Thinking of doing it from this one. Der Daniel macht ihn jetzt von einem weiter vorne, weil es ein bisschen zu weit ist. Come on, bro, you got it. Yes. Easy. Das sah ja chillig aus. Komm, Peter, sofort nach. Ja, wegfahren. Ein harter, komm. Bro. Ah, ich bin nicht weggekommen. Yeah. Oh, war das wild. Das kam komplett unerwartet. First one in. Ah, das ist schon bitter. Mehr Impact, als ich gedacht habe, und ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Ich muss mal schauen, wo ich da rauskomme. Es ist hier echt nicht leicht rauszukommen. Yes. Oh, die Ritze, die muss man zensieren. Das ist so eine geile Wasser-Challenge. Jetzt mag ich aber, wie in anderen Sinn, der noch reinfällt. Die Wasser-Challenges sind eröffnet, Leute. So, der Andres fehlt noch. Der hat was Besonderes vor. Da der Andres der Mann der 360s ist, will er das Ganze direkt ableveln und deshalb den ersten Pre mit einem 360 machen. Das ist schon wild. Das heißt, von hier eine Drehung Pre und direkt in den Armsprung. Come on, Andres, you got it. Yes! Geil! Alter! Perfekter 360 und dann auch wunderschön in den Armsprung. Und wir haben schon die nächste Challenge gespottet. Kong Pre von diesem schmalen Stück auf die Mauer hier drüben. So, ein kleiner Prep. You got it, bro. Yes! Easy! Sick, was quite easy. Ich glaube, ich jag mich da gleich nach. Oh! Yes! For Spain! Yes! Ja! Ah, ihr habt halt alle gute Katzen, ich nicht! Ach komm, Bro! Die Angst vor dem Wasser lässt dich weiter fliegen, glaub mir! Ah, das ist scary, aber! Come on, Bro! 2, 1, send it! Yes! Wow! Da wäre ich fast wieder baden gegangen. Da habe ich in letzter Sekunde noch nach vorne gegriffen. Alter! Das ist schon beängstigend. In dieses Wasser will man nicht reinfallen. Es klingt so, als hätte das richtig Power. Power! 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 Der Andres hat gerade gesagt, er will einen kranken 360 senden. Das Ding ist wirklich geisteskrank. Alter! Der Typ ist weltweit bekannt für seine 360s und das ist gleich ein Paradebeispiel, warum. Wow! Von der zweiten Stange 360 auf die dicke Mauer. Nothing is possible. Gonna be hard. Have to do it. Let's go, let's go. Der verrückte Spanier, keine Angst vom Wasser. Ah, Leute, wir wurden in dem Moment gerade gekickt. Ich konnte es leider nicht filmen, weil das kann es ja nicht sein. Wir wurden gerade gekickt. Yeah, I mean, you can do it real quick. Okay, let's go. Let's do it. Let's go, Andres. Yes! Oh! Wow! Alter, der war insane! Yeah! Bro, that was perfect! Mit einem 360! Ey, gestickt, das ist echt krank! Ah! Extra 4 Stunden gewartet, um hier nochmal zurückzukommen. Und dann sind wir tatsächlich nochmal gekickt worden, Leute. Eieiei. Aber wie es das Schicksal so will, haben wir natürlich einen Plan B. Und der hat es wirklich in sich, Leute. Und zwar gibt es hier eine Erwachsenen-Wildwasserabfahrt. Diesen weißenden Fluss entlang, durch die Fischtreppe durch. Das wird wild. Wir haben natürlich entsprechendes Equipment mit und das zeige ich euch jetzt direkt. Seht euch die Dinger an. Das windige Einhorn und der gute alte Beamten-Donut. Was soll da noch schief gehen? Ich würde sagen, es geht direkt in die Abfahrt, Männers. Komm rein in die Abfahrt jetzt. Ich habe richtig Bock drauf. Sissi. Aqua. Abfahrt. Yep. Abfahrt. 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 Let's go. Da das Ganze hier unterirdisch ist, können uns die Securities auch nicht sehen. Das heißt, wir sind quasi undercover unterwegs. Ehrlich sagen, ich habe schon Schiss. Ich auch ein bisschen. Das ist richtig schnell da hinten. Let's go. Puh. 3, 2, 1, rein in die Abfahrt. Puh.
Oh, ist das kalt! Oh, oh, oh shit! Das ist scary! Oh. Und in den Tunnelbahn! Oh, das ist geil! Wow, das ist scary! Man hört schon, dass es lauter wird. Da geht die Strömung gleich los. Ich glaube, ich werfe mal die Sitzheizung an, Jungs. Wir müssen jetzt leise sein, weil da oben sind die Securities. Da kommt jetzt die erste Strömung. Wow, da wird es dunkel. Oh shit. Alter, das ist scary. Oh, let's go through. Da wird's noch mal dunkel. Alles gut? Alles bitte. Das geht endlos. Oh shit. That was scary. Yes. We did it. Leute, das war komplett scary, aber auch komplett geil. Die Stelle im Dunkeln war absolut scary. Teilweise ist die Strömung richtig stark geworden. Ja. Man kann das schwer stoppen. Alter, das hat einfach nur Bock gemacht. It was fun. Was a bit scary, you don't know what's gonna happen. Scary and fun at the same time. Yeah. Der Daniel hat jetzt auch Bock bekommen. Zeit für ein kleines Wettrennen. Ach, die Luschen mache ich doch locker weg. First ride. I'm scared of the, how strong the water is and especially the dark. Ach, it will be alright. Ready guys? Yeah. 3, 2, 1, Abfahrt! Der Security hat uns gesehen. Wir fahren jetzt einfach durch. Der Security Guy war's der. Komplett angehauen. Egal. Ich hab mich so angehauen. Das hat so lange gedauert. Der Security hat uns gesehen am Schluss. Wir holen jetzt einfach schnell ab. Wir gehen schon. Sorry. Leute, war das wild. Das Ding war richtig anstrengend. Alter. Ich hab mich zweimal so angehaut. Und ab der Hälfte der Strecke war plötzlich der Security da. Auf keinen Fall nachmachen. Also das ist wirklich nur was für erfahrene Schwimmer. Die Strömung macht einen einfach so müde, weil man die ganze Zeit dagegen ankämpfen muss, dass man nicht gegen den Betonblock rast. Boah, auf der Hälfte hat man ein bisschen auf das Rennen vergessen, weil das nur mein Kampf war, dass man nicht überall dagegen brettert. So, who's the winner? Wer war jetzt der Erste? Daniel, erster Platz. Andres Nummer 2. Fedo, dritter. Und ich der Letzte. Alter, das kann's ja nicht sein. So Leute, wir haben uns wieder umgezogen. Es wird langsam schon dunkel und es sieht wirklich nach Regen aus. Ich denke, das war's für heute. Der Spot war richtig geil. Leider nicht ganz so viel gegangen, weil wir gekickt wurden. Aber wir haben noch ein paar Challenges bei einer anderen Location geplant. Also wir sehen uns morgen, Leute. Upp! So Leute, die Wildwasserabfahrt haben wir hinter uns gelassen. Es ist mittlerweile Oktober, arschkalt, aber umso besser für Water Challenges. In dem Sinne, ich würde sagen, wir starten direkt los. Wir wärmen uns auf und dann geht's gleich rein in die Challenges. Los geht's, Leute. Die Lisa ist heute auch am Start. Sieht aus, als wäre jetzt schon kalt. Mir ist arschkalt. Ja. Daniel auch wieder am Start. Looking forward to the cold water. No way, I'm going in. No way. Und da im Hintergrund gleich der wundervolle Spot. Stangen über Wasser. Schön wackelig das Ganze. Heute wird's feucht fröhlich. Attacke. So, gleiches Prozedere wie immer. Kurz mal die Tiefe checken und dann geht's aber auch schon rein in den Spaß. Das Ding ist ja nicht so tief. Wer hüpft hoch das Wasser, man sollte eher schauen, dass man mit den Füßen zuerst landet. So, wir starten gleich mit der ersten Challenge und zwar von hier hängend mit dem 180 zu der Seite mit den Armen fangen. Schön von hier jetzt darüber. Das ist richtig rutschig, das Ding. Oh, und wie das auch noch wackelt. Das Ding wackelt, das Wasser ist kalt, der Wind geht, es ist nichts einladend hier gerade. Aber das ist noch mehr Motivation, hier trocken zu bleiben. Komm, direkt rein. Oh, Alter, wow, das wackelt! Der Jump ging eigentlich noch relativ leicht. Ein gutes Warm-up. Also hier wackelt alles. Da schlottern nicht nur die Knie, sondern auch die Landung. Schön in der 180. Boah, das ist
sehr rutschig. Einfach hoch die Füße und dann grippt's. Ja? Ja. Ist aber sofort rein mit dir. Der ist es. Ja, geil, geil. Wow, oh, das war sketchy. Perfekt gemacht. Was ist mit euch zwei da hinten? Jetzt aber sofort auf die Stange und rein da. Oh mein Gott. Come on, bro, I got it. Wow. Come on. Yes. Da rüttelst du die Glocken durch. So, die Lisa ist die Nächste, die preppt hier schon direkt. Weit von hier weg. Ja, das wär's. Ja, es ist hier halt natürlich viel schwieriger, da das komplett rutschig ist. Also ein guter Prep ist das jetzt nicht. Aber wir haben da drüben schon was gefunden, was sich optimal eignet, um diesen Sprung nachzustellen. Und ich bin mir sicher, mit dem Prep wird sich die Lisa da reinjagen. Und zwar liegt hier genau so eine Metallverbindung, die dort im Wasser ist. Das werden wir jetzt aufstellen, damit die Lisa da 180 wegmachen kann. Ach, komm weg! Geil, komm weg! Komm weg! Hey, cool, one, komm! Das Ding steht, zwei Leute werden das jetzt halten und die Lisa ballert sich da mal weg. Also das ist mal Teamwork hier. Ja. Das ist es. Ja, 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 ja. Das sah auf jeden Fall gut aus, direkt rüber zum Spot. Ah, die Lisa sieht nicht so begeistert aus. An der Stelle, das ist ja alles freiwillig, wir zwingen die natürlich nicht. Ready? Nein. Okay, perfekt. Komm Lisa, du hast den. Schön die Schuhe abputzen, fokussieren, attackieren und dann aber rüber. Ah, du hast ihn. Okay, kurze Planänderung. Die Lisa will jetzt noch den Armsprung davor machen als kleinen Prep. Das allein ist schon eine ekelhafte Challenge. Ich glaube, die müssen wir danach auch alle hitten. Komm, den hast du. Yes! Perfekt! Komm Lisa, jetzt aber in den 180. Jetzt beginnt sie auch noch leicht zum Tröpfeln. Komm! Ja! Geil! Alter, yes! Geil! Trocken geblieben, Leute! Alter, ist das wild! Scary, aber war unerhört, geil! Too easy eigentlich, aber scary zu finden. Geil! Es kann weitergehen zur nächsten Challenge, Leute. Ich glaube, wir jagen uns jetzt alle mal in den Armsprung rein. Ich kann nicht reinfallen. Ah! Komm! Ja! Das war haarscharf über Wasser. Yes! Oh yeah! Oh shit! Oh, bin ich fast ins Wasser geflogen. Das ganze Ding hat kurz gewackelt. Oh, schön! Und noch einer! Ah. Boah, der macht euch gleich die Raps auf dem Sprung. Das ist noch zu easy, glaube ich. Da muss was Härteres ran. Die nächste Challenge ist der Jump von hier darüber und dann drüben stehen bleiben. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es einen reinballert, weil das Ding so stark wackelt. Ich würde sagen, der geht jetzt direkt rein. Ja, der Daniel eröffnet das Ding. Oh, yes! Oh! The wobble is real. Weggestickt das Ding, aber ihr habt es gesehen, das Teil verwandelt sich wirklich in eine Slackline, sobald man oben landet. Sick, Bro. Aber der Fredo will sich gleich nachschmeißen. Die Kälte und so, die lässt einen dann... Die lässt einen die Worte vergessen, ha? Gut, einfach rein. Boah, es hat ja auch Windstärke 7, das macht das Ganze nochmal schwerer, aber der hat den. Oh, yes! Gut gesaved! Okay, noch einmal das Ganze. Schon wieder der Save! Das gibt's nicht! Alle guten Dinge sind bei. Yes! Geil. Nice! Oh. Oh! Und noch schön weggesaved das Ding! Geht? Ja! Oh! Das hätte mich fast reingehört bei der Landung. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt 10 Mal so. Komm, jetzt aber der Stick. Ja, da ist er. Schön. Oh.
Perfekt. Das Schwierige ist echt, sobald man gelandet ist, diesen Wobble von der Stange auszugleichen. Fühlt sich eins zu eins wie eine Slackline an. Jetzt muss was Schwereres ran. Es ist noch keiner reingefallen. Hoffentlich ändert sich das jetzt bei der Challenge. Als nächstes steht hier die Katze an. Von der Stange auf die andere Stange. Sehr rutschig alles. Ja, locker. Alter, das ist scary. Spuck auf die Hände, den Staub runterwischen, dann aber rein in die Action. Geht? Ja, geht. Oh, schön. Ah, das war scary. Ich musste einfach runtergehen und mich da schnell ohne viel reden reinjagen. Jetzt aber direkt den Stick hier. Yes, perfekt. Wow. Geil. Ich glaube, es muss das Ganze jetzt aufdrehen. Ich werde es jetzt in der Mitte machen hier und gleich probieren, den Pre hier rüber zu sticken. Es wird Zeit, dass ich jetzt baden gehe hier. Ja, komm. Oh. Geht? Ja. Ah! 3, 2, 1, go. Hat sich wie eine Skateboardlandung angefühlt. Mach's noch. Ja, nur mal, ja. Irgendwie noch gerettet. Das gibt's ja nicht. Oh. Langweilig. Schon wieder nicht, also ich weiß nicht. Wir könnten ja jetzt die Zusatz-Challenge machen, dass sich jemand darauf stellt, während ich den Sprung mache. Ja. Und zwar wird sich der Daniel jetzt rüber auf die Landung stellen, während ich die Katze Plyo mache. Schau mal, wer von uns beiden jetzt gleich ins Wasser fliegt. Komm, den Slowaken, den versenken wir jetzt. Jetzt aber mal schön extra in die Stange reinbeten. Noch immer Bock. Das kann ja nicht sein. Tatsächlich trocken geblieben, und zwar beide. Aber der Fred hatte da eine gute Idee. Ich gehe auch noch rauf, das heißt, es sind doppelte Chancen, dass es einen reinpfeffert. Wenn da jetzt kein Splash kommt, dann weiß ich auch nicht. Ah, das fühlt sich so scary an. Komm, die beiden werden wir jetzt aber direkt versenken. Come on, guys, are you ready? Nicht auf mich fallen. Los geht's. Boah, langweilig. Ah, das gibt's nicht. Oh, no, come on. Oh nein! Oh, die zwei kriegt man nicht ins Wasser. Man kann sich dann einfach zu leicht safen irgendwie. Alles probiert, hat doch kein Wein geschmissen. Ach, irgendwie so ein Instinkt, dass man sich da jedes Mal irgendwie festklammert. Ja, da muss jetzt irgendwas Wildes fahren. Hier drüben gibt es direkt eine Brücke. Der Fredo stürmt da schon hin. Der Plan ist jetzt, dass wir die Queen Mary hier unter der Brücke durchlassen werden und ich dann von der anderen Seite schön ins Boot springe. Das sind gute 4 Meter. Schauen wir mal, ob ich da noch trocken bleibe. Schön die Otterkringer Arschbombe ins Boot jetzt. Los geht's. Ich muss ganz schnell reagieren, weil das kommt dann mit 20 Knoten da angefahren. Der muss direkt drauf springen. Und dann wird das Boot mal Roofless Style geändert. Ja, komm. Sieht er mittlerweile schon die GoPro. Es geht auch die ganze Zeit aus wegen der Kälte. Sehr echt scary, wenn man das Boot nicht wirklich kommen sieht. Als ob ich da trocken bleibe. Ach, du wirst der Staub trocken drinnen bleiben. Oh, ich bin ein klein bisschen nervös, aber was soll es? Abhaken das Ding. Fredo, lass das Ding zu Wasser. Bist du ready? Ja. Und los geht's. Ja, ja, ja. Okay, geht langsam, es geht langsam. Ruhig. Komm, komm. Jetzt. Oh! Oh! Boah, Leute! Alter Scholli, das war ja mal eine wilde Landung. Direkt ins Boot, nach hinten gekippt, ins Wasser. Die gute alte Queen Mary, auf die ist Verlass.
Du bist gelandet direkt am Rücken. Einfach nur schön. Jetzt kommt die Kälte langsam. Aber es muss jetzt direkt nochmal von der Brücke gehen. Level 2, gleiches Programm wie vorhin. Nur ich spring zuerst rein. Bleib natürlich trocken, dann springt der Domi zu mir dazu. Und dann fahren wir in den... Schön in den Horizont dann. Komm, jetzt einfach rein in das Ding. Ja, komm. Gut, ich nehme euch alle mit der GoPro mit. Los geht's. Attacke. Ja, lass das Boot los. Ja, ja, ja. Das ist es. Fuck. Ja, ja. Ah! Okay. Achtung! Pass auf! Achtung! Das ist durchgerissen! Das Boot ist durchgerissen! Warte, warte, warte! Warte! Shit! Das Boot ist komplett durchgerissen! Schön trocken geblieben! Da war das wild. Direkt mit beiden Füßen durch. Ich konnte einfach nicht nachspringen. Ich war mir da nicht sicher, ob ich jetzt springen soll oder nicht. Und irgendwie habe ich dann gezögert und bin doch nicht gesprungen. Aber ich würde sagen, die Mission war trotzdem erfolgreich. Ich habe einfach die Arschbombe gemacht und bin direkt durchgesegelt. Das war dann wie ein Schwimmring. Das war jetzt wirklich ein Badegang vom Allerfeinsten. Boah, mir ist echt arschkalt jetzt. Das Wasser ist echt kalt. Ja, mir ist arschkalt einfach. Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ihr seht, uns ist gerade wirklich ziemlich kalt. Was soll man sagen? Water Challenges im Oktober. Es ist vielleicht nicht die beste Idee, aber hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dafür natürlich nicht vergessen zu abonnieren, liken und einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Hup. Ein Riesendank an die Lisa, an den Daniel. Alter, hat Bock gemacht, Leute. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.